Schaut mal, die hohe Schlüsselblume, auch ein super Frühlingsblüher. Warum heißt die eigentlich so? Das hat mit dem Schlüssel zu tun, den die Leute früher, die halt Burgen und Schlösser gewohnt waren, hier in dieser Blütenform gesehen haben. Ja, langer Stiel, oben so ein Bart, hat sie an einen Schlüssel erinnert. Und auch wie das auf die Erde gekommen ist, die erste dieser Schlüsselblumen, ist eine interessante Geschichte, denn Petrus hat den Himmelsschlüssel verloren, ein bisschen schusselig ist er auf die Erde gefallen. Und genau an der Stelle, wo er die Erde getroffen hat, ist die erste Schlüsselblume gewachsen. Wer sich an weltliche Dinge halten will, die sind auch tolle Liebesorakel. Denn wer in der Karwoche eine dieser Pflanzen findet, wird in dem Jahr heiraten. Und ganz besonders viel Liebesglück hat man, wenn man eine Blüte findet, die nicht 5, sondern 7 Kronblätter hat. Da mache ich mich mal auf die Suche.